Wie kann man einen Warnstreik verstehen, der nicht von einer Gewerkschaft ausgeht? Nun, das ist ein sogenannter wilder Streik. Das bedeutet, Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Werte Zuschauer, wir haben den ersten Advent und befinden uns gerade in München. Wir erweisen Karl Hilz die letzte Ehre. Hier bei mir steht Alexander Ehrlich. Wir haben gehört, dass die kommen soll bei euch in Österreich ab Februar, so angedacht. Wir haben aber auch gehört, dass zum aufgerufen wurde. Wie sieht es damit aus? Wie ist das gemeint in Österreich und wie kann man vielleicht in der Zukunft allgemein verfahren? Umfragen in den öffentlichen Medien zeigen, 80% der Österreicherinnen und Österreicher sind gegen den Zwang. Handybewegungsdaten zeigen, nur noch 18% der Menschen in Österreich halten den ein. Das heißt, wir haben eine 4/5 Mehrheit der Bevölkerung, die mittlerweile der Regierung im Schutz nicht mehr vertraut, die der Meinung ist, hier geht etwas gewaltig daneben, hier werden Krankheit, Leid und Tod missbraucht für Lobbyismus, Geschäftemacherei und für einen Umbau der Gesellschaft von einer westlichen freien Demokratie hin zu einem Staat nach dem Vorbild der Volksrepublik China. Und aus meiner Perspektive hat die Regierung in Österreich mit ihrem Versuch des Staatsstreichs bereits verloren. Es kommt jetzt darauf an, die Ernte einzufahren. Jetzt ist der Augenblick der maximalen Mobilisierung. Wir sind wie Billardkugeln. Jeder kann Kugeln anstoßen und jeder von uns, der zu den Menschen geht, mit ihnen respektvolle Gespräche führt, die Angst, in der sie leben, akzeptiert und sanft und behutsam den Blick von der auf die Demokratie- und Rechtsstaatlichkeitskrise lenkt, gewinnt wieder einen mehr, der nächstes Mal mit auf der Straße steht. Am 4. Dezember werden wir in Wien wieder eine Großkundgebung haben und am 1. Dezember wurde von vielen Menschen unabhängig voneinander beschlossen, dass es Zeit ist, einen Warnstreik durchzuführen. Wie kann man einen Warnstreik verstehen, der nicht von einer Gewerkschaft ausgeht? Nun, das ist ein sogenannter wilder Streik. Das bedeutet, niemand hat an diesem Tag Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn er streikt. Wer länger als 2 Tage aus diesem Grund der Arbeit fernbleibt, muss im schlimmsten Fall mit fristloser Entlassung rechnen. All diejenigen, die ihren Job nicht riskieren wollen oder einen verständnislosen Arbeitgeber haben, haben bei einem Warnstreik natürlich auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen, indem sie einen Urlaubstag nehmen. Das Wichtige ist, sichtbar zu machen. Jeder auf seine Weise und in seinem Ort. Ich bin nicht einverstanden. Es wird so gesehen ein dezentraler Aktionstag werden. Viele Menschen werden durch ihre Dörfer gehen mit einer Fackel, einer Laterne. Wieder andere werden sich vor den Landhäusern versammeln. Um 13 Uhr vor jedem Landhaus in allen 9 Bundesländern. Und wieder andere werden zusammen mit mir auf dem Maria-Theresien-Platz in Wien demonstrieren. Werden wir zu Menschenfischern, erhöhen wir den Druck und diese Regierung hat keine Chance mehr. Und auf dieselbe Art und Weise funktioniert es auch in Deutschland. Wir können keine Volksbewegung werden mit einer Bevölkerungsmehrheit, wenn wir uns gegen die stellen. Denn es haben schon viel zu viele die
erhalten. Wenn wir die nicht mit einschließen, nicht abholen, haben wir keine Chance. Wenn wir sie aber darauf hinweisen, Leute, ihr wurdet genauso betrogen und belogen wie alle Man hat euch versprochen, 2 Stiche und dann ist es vorbei. Dann habt ihr die Freiheit wieder. Und jetzt bekommt ihr ein Abo alle 4 Monate mit Zwangsmaßnahmen, mit Gefängnisstrafen, mit 3600 Euro Strafmaß, wiederkehrend, regelmäßig. Man richtet euch zugrunde. Dann erreichen wir auch diese Menschen. Die ist real. In den Köpfen der Menschen. Akzeptieren wir das und sprechen wir über den Missbrauch von Leid, Krankheit und Tod durch korrupte Politiker und Lobbyisten. Dann können wir die Menschen mitnehmen, eine Bevölkerungsmehrheit schaffen und das ganze Unrecht beenden. Aufklären, wie es dazu kam, aufklären, was objektiv schiefgelaufen ist, können wir im Anschluss. Jetzt ist die Zeit, Billardkugeln zu sein. Lieber Alexander, es ist immer wieder schön, dich zu interviewen. Herzlichen Dank, dass du den Weg nach Deutschland, nach München hier gefunden hast. Bleib stark. Herzliche Grüße auch nach Österreich. Vielen lieben Dank dir. Danke dir.